Um das von Beginn an noch zu adressieren, solange ich noch die Möglichkeit habe, an der Stelle hättest du eigentlich ein komplett anderes Video sehen sollen, und zwar die zweite Staffel zu The Walking Dead. Es gibt verschiedene Gründe, warum ich mich dagegen entschieden habe. Der Hauptgrund war, weil ich das Video verkackt habe gestern. Nach 15 Minuten musste ich dann abbrechen, weil es so grauenhaft war. Eigentlich wollte ich es jetzt nochmal nachholen an der Stelle, aber Red Line kam dazwischen, ein Film, den ich, obwohl ich einen Haufen Schotter dafür ausgegeben habe, und da kommen wir dann gleich drauf, rumliegen hatte, und jetzt kurz bevor ich das Video dann eigentlich nochmal aufnehmen wollte, jetzt an der Stelle, habe ich mir Redline dann endlich angeguckt und mich dazu entschieden, dass es ein wesentlich interessanteres Thema, zumindest für mich ist. Ich denke, Einschaltquoten hätte ich bessere bekommen, wenn ich jetzt halt die zweite Staffel Walking Dead gebracht hätte. Ich weiß nicht, ob ich es nachhole, vielleicht kurz bevor die dritte Staffel auf Blu-ray rauskommt. An der Stelle nur ganz kurz, die zweite Staffel ist gut, aber nicht so gut wie die erste. Ah, das ist, denke ich, das kürzeste Review ever. Dementsprechend, Redline ist für mich ein wesentlich gedigeneres Thema, weil ich gerne mal allgemeinen Kommentar zum Anime-Markt in Deutschland abgeben möchte. Hat jetzt nichts mit Redline per se zu tun, aber das ist so ein Thema, das würde ich gerne mal anschneiden, weil ich auch mit Leuten da ins Gespräch gekommen bin in letzter Zeit. Und ich habe noch nie wirklich über Anime-Filme gesprochen, abgesehen von The Place Promised in Our Early Days. Das war bisher der einzige, nicht unbedingt ein ruhmreiches Video, war jetzt aber auch nicht wirklich schlecht, so werde ich mich noch erinnere. Aber hier, wie gesagt, sofern ich noch die Möglichkeit habe, ich weiß nicht, ob ich in nächster Zeit dazukomme, möchte ich mal allgemein dieses Thema Anime in Deutschland adressieren. Fallbeispiel Redline, das von Kasei vertrieben wird. Einige Leute zucken jetzt schon zusammen, wenn ich Kasei erwähne. Wie gesagt, kommen wir dann drauf. Redline ist interessant, denn ich habe ja erst vor kurzem meine Top 50 Lieblingsfilme hochgestellt auf YouTube. Ja, jetzt könnte ich es eigentlich schon überarbeiten. Also in der Top 30 wäre es auf jeden Fall, muss ich ganz klar sagen. Also das hat mich wirklich umgehauen, das Ding. Es gibt, wie soll ich das formulieren? Es ist bei welchen der besten Filme aller Zeiten? Weil Leute mich gefragt haben, okay, was ist jetzt der Unterschied, deine Lieblingsfilme, besten Filme? Bei den meiner Meinung nach besten Filmen muss ich immer für mich noch argumentieren, muss ich noch irgendwo sagen, ah ja, okay, der Aspekt war gut und aufgrund der Konstellation der Szenen und dem Aufbau und der Charaktere ist es technisch gesehen einer der besten Filme aller Zeiten, und ob das jetzt kritisch von mir gesehen wirklich fundiert ist oder nicht, meistens nicht, sagt mir das hier, wenn ich so vor dem Bildschirm sitze, weil es mit dem Gesichtsausdruck, muss ich gar nicht mehr drüber nachdenken, ob der Film mir gefällt oder nicht, sondern wenn ich den hier mache, dann weiß ich sofort, neuer Lieblingsfilm. Ich weiß noch nicht, auf welchem Platz oder wie hoch oder wie sehr Lieblingsfilm das ist, in welcher Maßeinheit ich auch immer das dann entsprechend einreihe in die Liste, das muss ich dann halt schauen, aber das ist ja nur eine Formalität, aber wenn ich den mache, wenn ich das gar nicht glauben kann, was auf dem Bildschirm passiert, entweder in Sachen Arrangement von Musik und Szenenbild oder Effekten oder hier Animationen oder Charakterentwicklung oder was auch immer, wenn ich den mache, oh, dann weiß ich sofort Lieblingsfilm, neuer Lieblingsfilm, und das war hier genauso, das war so ein Film, wo man möchte sagen, mir der Atem stockte, auch wenn das jetzt ein bisschen vielleicht überkandidelt wirken mag, dieser Ausdruck, aber das ist wirklich mal so ein Film, der vor allem durch seine Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit der Animation wirklich dazu geführt hat, dass ich wirklich den machte. Das ist immer cool. Das ist immer cool, wenn das passiert, und ich hatte das jetzt schon seit Monaten nicht mehr. Der einzige Film, an den ich mich jetzt erinnern könnte, wäre, aber den würde ich als einen der besten ansehen, das war Django Unchained. Wobei es da weniger der war, sondern dass ich gelacht habe ohne Ende und wirklich Spaß dran hatte. Aber das ist eine vollkommen andere Thematik, ist es Django einer der besten oder nicht? Es geht hier um Red Line und für die Leute, ja, ihr guckt euch den Trailer an, ich möchte da jetzt nicht großartig die Story erklären, denn es gibt eigentlich praktisch keine Story, es ist halt ein Speedracer-Film, wie es schon viele gab, aber halt nur sehr, sehr wenige in Anime-Form, denn es ist sehr schwierig, vor allem Geschwindigkeit in einem Anime darzustellen, weil du dich halt gewisser Tricks bedienen musst in Sachen, wie soll ich das sagen,
Es fällt mir das Wort nicht ein, das ist ja unglaublich. Nein, erstmal, der erste Trick ist, wenn du einen Shot von oben hast. Wie gesagt, dass eben der Boden durchläuft, da musst du, ich meine, letztlich, du hast einfach nur 60 Frames Maximum und irgendwann hast du dieses Maximum an Detailreichtum oder auch Schnelligkeit der Frames erreicht und dementsprechend musst du sich in Animes verschiedener Tricks bedienen, um Geschwindigkeit darzustellen. Das mit dem Boden ist ja noch einfach, ich meine, du hast halt letztlich ein paar Frames und die wiederholst du wieder und wieder und wieder und wieder. Da kannst du auch zum Teil eventuell eine feste Einstellung nehmen, also dass du praktisch einen Frame, wollte ich schon sagen, ein Frame, das ist ein bisschen wenig Bewegung. Nein, dass du halt eine Einstellung, wie meinetwegen jetzt halt das Auto einmal hin und her schlenkert und dann schlenkert es wieder hin und her und dann schlenkert es wieder hin und her. Ich meine, das kannst du als Loop fortlaufen lassen. Was dieser Anime nicht gemacht hat, das ist wirklich unglaublich. Wirklich, er ist durchweg neu animiert. Es gibt keine Loops. Und ich muss sagen, das fucking awesome. Weil das habe ich nicht erwartet. Ich habe mir gedacht, dass das halt so läuft, dass dann, wie gesagt, einige Einstellungen wiederverwendet werden. Wie gesagt, dass vor allem, wenn der Boden durchrauscht unter den Reifen, dass dann vor allem das halt geloopt wird. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist wirklich alles jeweils neu animiert. Ist fantastisch. Also allein da schon ist der Aufwand wirklich phänomenal an der Stelle. Und aber vor allem hat der Film es auch wirklich toll geschafft und ich bin mir gar nicht sicher, wie er das geschafft hat, weil so viele Anime haben Probleme damit und der Film überhaupt nicht. In Sachen Perspektivenverschiebung, dass Objekte, die halt nah an der Kamera sind, groß sind, aber dann in die Ferne schnell klein werden. Interessant, wie er das geschafft hat. Oder ein Shot, der mir auch im Gedächtnis geblieben ist, da haben nämlich Anime ein Riesenproblem damit. Wenn ein Wagen zwar auf einer geraden Linie, also nicht, dass er jetzt um eine Kurve kommt oder so, sondern eine gerade Linie auf die Kamera zu, du siehst ihn halt so von unten kommen und kommen und kommen und kommen und kommen und dann gibt es vielleicht ein paar Frames, wo er dann wirklich ganz schnell ganz groß an der Kamera vorbeizieht. So viele, so oft habe ich da Anime schon scheitern sehen an solchen Shots und hier in absoluter Perfektion dargebracht. Das war wirklich fantastisch und was für mich immer interessant ist bei Anime-Filmen ist, und es ist auch hier, finde ich persönlich exzellent dargebracht gewesen, dass Anime-Filme meistens keinen Bullshit drin haben, weil sie es sich nicht leisten können. Jeder Frame ist Gold wert, sage ich immer bei Anime-Filmen. Bei Anime-Serien ist es nicht so schlimm, da hat man vom Budget her ein bisschen mehr Freiheiten, weil man jetzt auch nicht die mega tollen Animationen jetzt einem präsentieren muss. Da denke ich, hat man immer wieder Budget, das man zulegen kann für eine Serie, weil es sich ja halt auch nach und nach entwickelt. Dann kann man sagen, hey, wir haben hier wieder neue Zuschauer gewonnen, können wir vielleicht ein bisschen mehr Money haben. Bei Filmen geht es nicht so. Film, festes Budget meistens und muss zur Deadline fertig werden, dann wird es rausgehauen und dann hat man Glück oder Pech, ob es gut ankommt oder nicht. Und in dem Fall, deswegen gefallen mir Anime-Filme so sehr. Wie gesagt, Akira, Ghost in the Shell, etc. Das sind einfach Filme, die keinen Bullshit drin haben, sondern sich wirklich überlegen müssen, was ist essentiell? Ist es wichtiger, dem Zuschauer jetzt halt mit actionreichen Szenen zu entertainen? Oder wollen wir ein bisschen mehr Charakterentwicklung an der Stelle haben? Und wie gesagt, das ist immer cool. Deswegen liebe ich Anime-Filme, weil, wie gesagt, es ist meistens kein Bullshit drin. Und es gibt eine Szene, für die Leute, die jetzt Red Light kennen, werden die wenigsten sein, aber für die Leute, die es kennen, die Szene in der Bar, wo so die Charaktere etabliert werden, das war ein bisschen so ein Zähneknirscher. Aber das sind vielleicht 3 Minuten, die mir auf den Geist gegangen sind und dann geht's wieder besser, wesentlich besser weiter. Aber auch ansonsten ist lustigerweise das Problem, das einzige Problem, das ich Redline attestieren würde darüber hinaus, dass er fast ein bisschen zu vollgestopft ist. Es passiert so viel. Abseits vom Rennen hast du diese riesige Geschichte, die ich aber unglaublich cool fand, dass halt, wie gesagt, alles ist in Space und du hast verschiedene Rassen, die zwar irgendwo noch menschlich sind, aber irgendwo doch nicht, whatever. Du hast halt diesen einen Planeten, auf dem illegal dieses Rennen ausgetragen wird. Praktisch, weißt du, die Administration des Planeten sagt, hey, wir haben gerade mal so geschafft, jetzt einen Friedensvertrag zu bekommen. Wir wollen hier keine illegalen Rennen und das illegale Rennen findet trotzdem statt und dann ist das ganze Militär hinter den Fahrern her und das ist halt auch
Scheiße, die du nur in Anime bringen kannst. Stell dir mal vor, du würdest das in Real-Life-Action filmen. Und die ganze, das wäre über 200 Millionen Dollar vermutlich. Und dafür eignet sich eben Anime wirklich toll. Jetzt nicht nur allgemein Anime-Filme, wobei sich Anime-Filme das meistens nur leisten können, im Gegensatz zu Serien. Aber ich meine, ich würde Code Geass referenzieren. Code Geass hatte auch wirklich großartige Leistungen abgeliefert, vor allem gegen Ende, die großen Massenschlachten mit den Mechs und so. War wirklich geiler Scheiß. Also sowas kannst du einfach nur mit Anime machen, beziehungsweise in Anime relativ kostengünstig für das, was du realisieren willst an Effekten. Und das ist zum Beispiel der Grund. Und ich weiß, dass ich mir jetzt hier nicht viele Freunde mache, ist mir vollkommen egal. Das ist der Grund, warum ich Jinro nicht mag. Ich kann Jinro auf den Tod nicht ausstehen, weil erstens, abgesehen davon, dass der Film in meinen Augen stinkend langweilig ist, aber das ist so ein Film, wo ich die ganze Zeit da gehockt bin und mir gedacht habe, okay, warum ist das ein Anime? Es gibt keinen Grund, warum das Anime ist. Das wäre wahrscheinlich billiger gewesen, wenn man das Real-Life-Action gemacht hätte. Und interessanterweise gibt es auch eine Real-Life-Action-Adaption zu Jinro. Das ist so ein Anime, wo ich wirklich sage, es gibt null Grund, warum das ein Anime ist. Das ist totale Verschwendung von Animationsgeldern. In meinen Augen. Wenn Leute Jinro toll fanden, okay, dann nicht mein Problem. Dann findet es ihn weiterhin toll. Ich finde ihn richtig beknackt. Weil, wie gesagt, es gibt keinen Grund, dass das ein Anime ist. Aber wie gesagt, eben bei Redline, das kannst du nur als Anime machen. Und genau wegen solchen Sachen mag ich Anime, werde ich noch zum Anime-Fan, vermute ich. Ich bin ja Anime-Fan, ich komme halt bloß nicht dazu, das Zeug nachzuholen. Ich hoffe, dass ich jetzt, wenn ich dann mit meinen noch zu kaufen wollenden Filmen fertig bin, dass ich dann, das sind nur noch 65, also das schaffe ich locker bis Juni, Juli, dass ich dann endlich mit Anime mal weitermachen kann. Ich habe schon wieder so eine Liste erstellt. Aber das ist wieder hier noch da. Redline, wie gesagt, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, jetzt neuerdings, bei dem ich aber verstehen kann, dass einige Leute, vor allem Anime-Fans, so selbsternannte, sich vielleicht am Stil stören. Also wie gesagt, guckt euch mal einen Trailer an, das ist eigentlich alles, was ihr braucht. Weil es ist nicht wirklich ein Anime, es ist fast mehr ein Comic. Denn der Anime arbeitet nur mit Schlagschatten. Und das ist normalerweise ein Attribut von US-Comics. Da läuft es nämlich so ab, dass einige Künstler wirklich nur sich darauf fokussieren, den Schlagschatten zu zeichnen, und die Farben macht dann irgendjemand ganz anderes. So läuft es nämlich meistens bei den großen, bei DC und Marvel läuft es oftmals so, dass einfach einer, wie gesagt, nimmt nur einen Filzstift, oder halt jetzt, heute wird's halt, oder Tusche, oder jetzt heute wird's halt mit entsprechend am Computer gemacht, aber wie gesagt, nimmt nur dieses Tool, zeichnet nur diese immer gleichen schwarzen Linien und jemand anders macht dann die Farben. Und Anime funktioniert halt da komplett anders eigentlich. Also du hast in Anime bis zu 3 Schatten. Du hast, kommt selten vor. Die meisten Anime, vor allem Anime-Serien, haben meistens nur den Grundschatten und sonst gar nichts, weil man sich mehr nicht leisten kann. Zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Ist zum Beispiel so eine Serie, wo es 3 Arten von Schatten gibt. Schlagschatten, harter Schatten, normaler Schatten. Schlagschatten ist meistens bei der Nase bei Yu-Gi-Oh! Oder hier am Hals. Der normale Schatten ist klar, ich meine, das sind die grundsätzlichen Ränder. Leute kennen das sicher. Wenn das Licht von hier kommt, dann hast du hier dieses Dreieck, das praktisch von der Wange und der Nase ausgeschnitten ist, wo noch Licht drauf fällt. Leute kennen das sicher, das ist praktisch Anime oder Manga-Zeichnen 101. Und der härtere Schatten ist meistens noch eine Zusatzlinie am Hals, warum auch immer, habe ich noch nicht rausgefunden, warum das so gezeichnet wird. Und hier an dieser Partie überm Auge, praktisch in dieser Braunhöhle drin, da ist meistens auch noch dann der härtere Schatten drin, und Glanzpunkte kann sich Yu-Gi-Oh! Auch noch leisten. Können sich das natürlich nur leisten, weil Yu-Gi-Oh! Praktisch nur
kärglich animierte Standbilder sind. Wie gesagt, normale Anime können sich das normalerweise nicht leisten, aber wie gesagt, du kannst eben bis zu drei Schatten kannst du gehen in Anime, und es ist natürlich komplett anders, als wenn du einfach sagst, okay, wir machen das nur Schlagschatten. Das ist normalerweise eher US-Comic. Habe ich jetzt fast 5 Minuten über Schlagschatten geredet? Wollte ich eigentlich gar nicht, denn ich wollte noch kurz eingehen über den deutschen Anime-Markt, denn das Problem ist, wie gesagt, ich würde euch Redline wirklich sehr, 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 sehr ans Herz legen. Mehr als manches andere, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Aber das Problem ist, das Ding kostet ein halbes Vermögen. Das Ding kostet 26 Euro. Und da kommen wir jetzt eben auf Kasei zu sprechen, beziehungsweise allgemein den deutschen Anime-Markt. Denn ich muss trotzdem sagen, ich bin froh, dass ich das Geld ausgegeben habe. Ist zwar vielleicht ein bisschen überteuert, aber weil hier der Punkt ist, Leute beschweren sich immer drüber, oh, wir haben hier keine Anime-Kultur und die entsprechenden Distributoren oder Publisher bringen die Anime nicht raus, die ich will, und warum kaufen die sich nicht die und die Lizenz? Ja, weil ihr Pfeifen nicht bereit seid, das Geld auszugeben. So simpel ist das. Und ich meine, klar, für mich redet sich das leicht. Ich habe, weil ich ansonsten keine anderen Hobbys habe, die jetzt Geld benötigen würden. Wie gesagt, alles, was ich an Hobbys habe, findet in meinem Laptop statt, und das kostet mich halt, keine Ahnung, was ich jetzt Internetkosten habe pro Monat, ich glaube 45 oder so, oder vielleicht noch nicht mal so viel. Der Punkt ist, wie gesagt, für mich redet es sich leicht, aber wie gesagt, wenn euch Anime so sehr am Herzen liegt, dann finde ich, sollte euch das wert sein, diese Preise auszugeben. Also mir persönlich war es jetzt wert, und für mich ist jetzt 26 Euro auch kein Pappenstiel. Da kann ich mir schon 3 normale Filme dafür kaufen. Aber ich finde, es sollte einem, wenn man sich schon selbst als Anime-Fan deklariert, dass man dann auch sagt, na, das soll es mir schon wert sein. Vor allem auch wert sein, die Publisher zu unterstützen, weil ich meine, schauen wir uns den Anime-Markt mal heute wirklich ganz genau an. Ich meine, ADV Films ist pleite gegangen. ADV Films war Evangelion, Elfenlied und Azumanga Daioh, und ich muss ganz ehrlich sagen, man sollte immer darüber nachdenken, wenn ADV Films das nicht raus, oder wenn irgendein Publisher, der pleite gegangen ist, das nicht rausgebracht hätte, vielleicht hätte es da niemand rausgebracht. Dementsprechend, ADV Films ist pleite gegangen, OVA Films ist pleite gegangen. Gut, da tut's mir jetzt nicht leid drum, weil OVA Films waren die totalen Oberpfeifen. Das Einzige, was die jemals rausgebracht haben, war Helsing und Basilisk, aber wer gibt schon Scheiß um Basilisk? Dementsprechend, OVA Films ist zu Recht pleite gegangen in meinen Augen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich sage, OVA Films ist pleite gegangen. Dann Panini hat sich weitestgehend aus dem Staub gemacht. Panini, wo mögen jetzt einige Leute sagen, oh ja, wer braucht schon Panini, Mann? Panini war für die Schnitte von Naruto zuständig. Panini hat Death Note rausgebracht und die Ghost in the Shell Serien. Also, wie gesagt, dementsprechend, ich würde es Panini nicht unbedingt so sehr verteufeln. Was haben wir sonst noch? Wir haben Nippon Art, oder spricht man das dann Nihon Art aus? Ich nenne es mal Nippon Art. Ist praktisch nur noch Resteverwertung, weil die haben zum Teil das von ADV-Films und OVA-Films eingekauft. Die bringen auch nicht mehr wirklich großartig selber was Neues raus. Wirklich das Einzige, was noch übrig geblieben ist, gut, Anime Virtual, aber das war Kasei früher mal. Also Claymore ist zum Beispiel Anime Virtual, soweit ich mich erinnern kann. Kasei ist wirklich sind die einzigen, die noch übrig geblieben sind. Und wenn ich sage, ich möchte den deutschen Anime-Markt weiter am Leben erhalten, dann heißt es in der heutigen Zeit in letzter Konsequenz, ich möchte Kasei weiterhin am Leben erhalten. Ich meine, wir haben eventuell noch UFA-Films, aber die sind nur für Kinofilme zuständig. Die haben zum Beispiel Ghost in the Shell, zumindest den zweiten Kinofilm haben sie rausgebracht, und die EVA-Filme, das ist UFA-Films. Aber ich meine, okay, das könnte auch jeder andere Distributor auf sich nehmen, jetzt einen Anime-Kinofilm zu vertreiben. Der Punkt ist Kasei. Für mich, muss ich sagen, ist Kasei, wie soll ich das formulieren, wie Disney. Es sind Halsabschneider, aber Mann, geben sie sich Mühe. Kasei, finde ich persönlich, gibt sich wirklich unglaublich viel Mühe, vor allem mit seinen Synchronsprechern. Da haben sich einige Leute auf Amazon beschwert, ja, da ist halt wieder Antje von der Ahe mit dabei. Also für die Leute, die nicht wissen, C2 in Code Geass und Revi in Black Lagoon. Beste Synchronisation ever, Revi in Black Lagoon. Ich kenne niemanden
außer Antje von der Ahe, die sich so reingehängt hätte in so eine bescheuerte Rolle. Fucking awesome. Und wie gesagt, auch der Rest der Synchronsprecher in Redline, um jetzt wieder auf den Anime zu kommen. 20 Minuten, ist mir egal, wie lange das dauert. Auch wieder, wie gesagt, Antje von der Ahe ist wieder mit dabei. Erstaunlicherweise, der Hauptprotagonist wird gesprochen von dem Synchronsprecher von, für die Leute, die sich da jetzt auskennen, Code Geass, Todo. Grauenhafter Job als Todo. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Hier? Super! Echt tolle Synchronisation. Ist wirklich seltsam, wie Leute aufblühen, wenn sie auf einmal eine Hauptrolle bekommen. Weißt du, weil ich meine, Todo war jetzt nur eine Nebenrolle, die mal ein, zwei Lines hatte. Genauso das gleiche wie Letter in Code Geass. Ist die Synchronstimme von Gatomon in Digimon gewesen. Ist auch die Synchronstimme von, Namen vergessen, Hauptprotagonistin von Triple X-Holic. Auch das, super. Als Violetta in Kauki ist grauenhaft. Also es ist wirklich, ist seltsam. Es ist wirklich seltsam zum Teil. Aber wie gesagt, hier wirklich durchgängig guter Job. Es ist auch wieder die Synchronstimme von Black Wargreymon mit dabei. Ja, ich weiß, diese Referenzen, die furchtbar. Ich kann mir den Namen nicht merken, tut mir wirklich leid. Da sind wirklich einige bekannte Synchronstimmen mit dabei. Wie immer bei Kasei, finde ich cool, habe ich kein Problem mit, weil wieder Leute aus ihren Löchern gekrochen kommen. Oh, deutsche Synchro ist immer scheiße und fuck you, man. Ich hab mir gestern oder zumindest letzte Woche hab ich mir Naruto auf Deutsch gegeben. Naruto Shippuden auf Deutsch. Pfeift's euch das rein. Und dann kommt's nochmal her mit, oh, Kasei hat keine guten deutschen Synchro. Fuck you, man. Das tut's euch das an. Eine Folge Naruto auf Deutsch. Byakugan. Das, fuck you, man. Das zieht's das durch. Und dann kommst du nochmal mit, Kasei macht keine guten deutschen Synchronisationen, man. Fuck you. Dementsprechend, Kasei gibt sich da in meinen Augen wirklich total viel Mühe, auch wenn sie es ab und zu verkacken, wie zum Beispiel CC. Aber ich mein, ja, natürlich hätten sie sich einfach die Stelle raussuchen sollen und gucken, wie spricht man das aus. Aber ich mein, komm, wenn du mir hinschreibst, C-Punkt, dann komme ich natürlich drauf, dass man das C2 ausspricht. Und ich meine, wie gesagt, Kasei steht immer im Dialog mit den Fans und die Fans haben das halt beklagt. Oh, und eigentlich spricht man das so aus. Und bei V2 haben sie es dann verbessert. Also Kasei ist lernfähig, Kasei ist kommunikationsfähig und das finde ich ist richtig cool. Wie gesagt, sie verlangen halt einen Haufen Geld, aber wie gesagt, Leute lamentieren immer rum, dass der Anime-Markt jetzt bei uns in Deutschland ja so scheiße ist, was ich überhaupt nicht finde. Neue Lizenzen schaffen sie es halt irgendwie nicht ranzuschaffen, weil die halt schweineteuer sind. Aber ansonsten, wie gesagt, wir haben Elfenlied gehabt, wir haben Evangelion gehabt, wir haben jetzt Code Geass, wir haben Death Note, wir haben, abgesehen von Steins Gate, haben wir eigentlich so gut wie alles Große, was da draußen so kursiert, abgesehen von einigen Obskuritäten wie Great Teacher Onisuka. Ansonsten haben wir eigentlich, wie gesagt, alles, was wichtig ist hier in Deutschland, finde ich persönlich. Dementsprechend würde ich auch da nicht sagen, dass die Anime-Kultur jetzt bei uns am Arsch ist, respektive, dass wir wenig Anime in Deutschland haben. Ich habe jetzt so eine Liste an Anime, die ich noch hier angucken muss, die eine deutsche Vertonung haben. Also dementsprechend, Redline, holt es euch, Kasei, schätzt es zu würdigen. Dementsprechend, das war's. Redline, neuer Lieblingsfilm. Werden mir jetzt nicht unbedingt Freunde mit dem Video gemacht haben, ist mir scheißegal. War ein guter Anime, Kasei ist ein guter Vertrieb, Ende der Diskussion.